Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Judgment Apokalypse Survival Simulation. Wir sind noch relativ zu Beginn des Spiels. Wir haben in letzter Folge haben wir neu gestartet und haben schon mal den Stan haben wir zu uns geholt. Als nächste Quest müssen wir eine andere Lokalität besuchen und ein paar Höllenmonster töten. Darum werden wir uns auch eigentlich in dieser Folge kümmern. Ich will dich gerade, mache ich noch einen zweiten Bogen? Ich glaube ja. Wir haben ja noch nicht mal einen ersten, da fühlt sich keiner für berufen. Okay, wir werden bald angegriffen. Darauf würde ich jetzt nochmal warten. Was schön wäre, wenn einfach irgendjemand mal die Bögen fertig machen würde. Vielleicht George? Mal Crafting. Craft ist da nicht so gut. Ja, dann mach es halt. Ja, sehr gut. Danke, George, dass du die Bögen fertig machst. So, Rich. Sammelt hier noch ein bisschen Zeug. Und auch Medizin. Ist doch original der Sound von This War of Mine, oder? Ja, würde ich sagen. So. Okay. Da kommen sie. Das sind ja zwei ganz tolle Typen. Naja. Müssen wir denen beibringen, ne? Okay, von da kommen sie. Sie ist gut. Das ist einer. So, Richie, komm mal ran hier. Mr. Bo und Mr. Bo. Wir machen das mal hier. Ohne Dev, aber ich glaube, gegen den einen werden wir ganz gut zurechtkommen. So, jetzt greifen wir an. Und los geht's hier. Macht ihn nass. Minor Dämon. Ja, da kam Brittany auch ganz gut bei weg. So viel Schaden hat die nicht bekommen. Und weiter geht's. Ja, 10. Sie wird schneller. Zum Glück haben wir die Bögen noch gemacht. Das, also, wäre noch ohne Bögen klargekommen, aber. Sonst hätten wir keine Waffen gehabt hier. So, um Wasser kümmert sich gerade gar keiner. Und vielleicht Brittany, vielleicht mal beauftragen, irgendwann auch mal Wasser zu holen. Wo ist, da. Okay. So dringend ist Wasser jetzt auch nicht. Sorry. Ich hatte schon mal den Fehler gemacht und habe Needs weiter runter gemacht und dann geht er echt nicht essen, ne? Also auch wenn er bei 0 ist, geht der Typ nicht essen. Das ist ja mir krepiert. Das kann natürlich auch passieren, muss man aber darauf achten. Needs sollte man also nicht verschieben. So, was macht George? Achso, der geht dahin. Jetzt besorgt sie Wasser. Sehr schön. So, die Bäume hier oben noch wegmachen. Wobei wir jetzt wahrscheinlich das Wasser gar nicht mehr brauchen. Beziehungsweise nicht mehr hinkriegen, weil ich eigentlich rüber will. Ich will mal was erkunden hier. Damit wir in der Quest weiterkommen. Haut euch mal voll hier. Wie sieht's bei George aus? Geht so? Alter, ich hab echt keine ordentlichen Kämpfer. Okay. Jetzt werden wir uns mal umgucken.
Okay, oh. Haben die aufgestockt? Hat sich verändert, ne? Im Gegensatz zur letzten Folge. So, hier wäre Animal Hide. Was war das? Das sieht doch ganz gut aus, ja. Das machen wir. So, wir nehmen dich mit. Die ist ja fast voll. Nein, so machen wir das. So, so machen wir das. Das macht auch Sinn. Die macht schön Fernkampf und du bleibst da. Wie gewohnt. Ach, ich drücke mal. George, sie schläft schon wieder. So, wir gehen immer noch ganz entspannt vor. Was soll uns passieren mit zwei Fernkämpfern? Ich meine, der Fernkämpfer muss jetzt nicht unbedingt vorne stehen. Deswegen schicke ich mal Rich einmal vor. Hier unten sind die wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Ah, das geht gut. Rich kriegt auch nicht so viel ab. Ich könnte mal mit dem weggehen. Genau. Dann hat er nämlich keinen Schaden mehr abbekommen eben. Jo, haben wir noch ein bisschen was. Scraps haben wir, Medizin, Wool auch noch ein bisschen. Sehr nice. Das war sehr gut. So, er kocht ein bisschen. Brauchen wir hier... Komm, du darfst es einmal zu Ende machen hier, Richie. Och, Richie packt ein bisschen. Zack. So. Eigentlich haben wir doch die Quest erfüllt. Scavenge in nearby location. Haben wir noch gemacht eben, ne? Vielleicht, sollen wir einfach nochmal eine Rescue-Mission machen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Send a team of survivors to scout area and reveal nearby location. Ich kann es ja abbrechen. Wir probieren es jetzt mal. Ich nehme einmal sie und einmal ihn. Oh, ist aber... Ich will mal gucken, ob das was anderes ist. Huch, zu schnell. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht die beiden Leute verlieren. Was haben wir an Inventar? Das sieht echt mittlerweile echt gut aus. Nice. Ah, Tatsache. Das ist wie eben gedacht, ne? Mit dem Scouten, dann kann man hier so ein bisschen mehr sehen. Sehr cool. Aber dann kann ich ja auch... Nur einen zum Scout. Oh, ist natürlich immer teuer. Aber das mache ich jetzt immer einmal noch. Base View. So, die holt Wasser. Ja. Kann man machen. Und wenn er zurück ist, der andere, dann gucken wir gleich auch nochmal. Wobei, nee, wir werden den nächsten Typen befreien. Das wäre so die nächste Mission. Wir haben zwei Bow, zwei Clubs. Das reicht. Wir machen noch einen Bow. Holz haben wir ein bisschen. Richie ist schon wieder zurück. Gucken wir einmal. Okay, da ist jetzt nicht viel Spektakuläres. Gut. Drei von diesen Typen. Das kriegt man aber eigentlich hin. Wie sieht das aus zu Hause? Wie sind die Leute so? Oh, sie müsste mal essen gehen. Macht sie. Sehr klug. Aber ansonsten, Rich ist schon wieder
Aber wir gucken mal, dass Rich ein bisschen mehr Leben bekommt. Das ist ja unser Kämpfer hier. Kriegt er automatisch einfach eine Heilmission haben wir ja noch. Eine Heilstation haben wir noch nicht. Okay. Wir müssen eh jemand befreien. Das machen wir gleich. Die haben nichts zu tun. George langweilt sich, okay. Was brauchen wir denn am ehesten? Steine. Steine und Holz. Haben alle zu tun, ne? Build. Bauen hier. Ah, okay. Die haben sich abgewechselt quasi. George hat sich umentschieden, er geht nochmal essen. Alles klar. Mein Freund, Junge. So. Hier löbt alles. Wie sieht's aus, Richie? Wenn er auf 90 ist, werden wir den anderen befreien. So, da ist er. Oh, drei Gegner. Krass, okay. Zack, zack, zack. Da müssen wir ein bisschen aufpassen mit Rich. Nicht, dass der hier drauf geht. Das wäre unglücklich. So, hier oben in der Ecke sind wir. Trotzdem geht Rich erstmal vor. Drei Gegner. Mit Glück kommen die ja nicht alle sofort. Okay. Ja, ist ein bisschen aufgeteilt. Rich kriegt jetzt gleich ordentlich ab. Ah, geht noch. Sehr gut. Und wir haben einen weiteren Zivilisten mit nach Hause gebracht. Essen wir knapp. Ja gut, weil wir so viele sind. So, dann gucken wir uns mal den David an. Combat, sehr nice. Dafür ist sein Science nicht so gut. Ja, damit kann ich leben. Okay, der würde als erstes trainieren gehen, wenn er denn Bock hat. Okay. Das andere ist nicht so seins. Aber cool wäre gewesen, wenn er ein bisschen mehr Leben gehabt hätte. Aber das ist nicht so seins, sagt er. So, Wasser geht. Wir hauen mal jetzt alles. Sehr gut. Oh, das läuft gut. Das läuft gut. Ich würde hier jetzt nochmal einen zum Forschen schicken. Wir müssen nach wie vor. Better weapons before heating out. You already know how to make basic bows. Ja. Haben wir über, alles klar. Wie sieht's bei Rich aus? Geht so. Du kriegst eine. Rich könnte ich eine Fernkampfwaffe geben. Und George, bevor er gar nichts hat. Klapp. So, zumindest dann, wenn wir angegriffen werden. So, der David ist bei 100, Rich bei 55. Ich warte mal bis 60, da wird er jetzt auf Fernkampf gehen. Blöde ist nur halt, wenn ich jetzt angegriffen werden sollte und der Rich schon so niedrig ist. Das wäre irgendwie Panne. Cool wäre, wenn man das anklicken würde und sehen würde, wer da hingeht. Oder ob halt keiner hingeht. Aber ich glaube, Stan, genau. Macht das hier klar. Sehr gut. So, Forschung reicht mir dann gleich bei 50 wieder. Der macht das echt flott, ne? Zack.
baut er? Achso, Essen. Alles klar. Das sah ein bisschen eigenartig aus. Krass. Das läuft. Aber er zeigt uns trotzdem an, dass schwierig ist. Wir haben halt 5 Leute, ne? Zu ernähren. Das ist nicht ohne. Deswegen bauen wir hier. Bauen wir noch einen hin. Wasser geht ja. Richie, wie sieht's aus? 68, sehr gut. Wo haben wir denn möglichst wenig Gegner? Das hier unten sah schon mal nicht. Oh. Das sieht hier bei beiden nicht so schlecht aus. Gibt auch exakt denselben Loot. 3, 2. Werwolf fällt richtig viel aus. Hier. Ah, komm, wir gehen hier hin. Wir nehmen mit David logischerweise als Nahkämpfer. So. Nehme ich die 3 mit. Komm, wir nehmen Rich noch mit. 3 Fernkämpfer, 1 Nahkämpfer. Ist jetzt nicht optimal. Aber wir haben ja auch 3 Nahkämpfer einfach nur. Wer hat die? Da. Da ist die Keule. Keule! Guck mal, wo die sind. Mit 4 Leuten sollte man das ja eigentlich hinkriegen. Ich schätze, oben sind die. Ja, nein. Nein, nein, unten. So, ballert mal los hier. Oh, David, geht's gut. Der hält gut was aus. Oh, Mist. Das war jetzt mega klug. Sehr gut. Oh, es geht. Er hat gar nicht so viel abbekommen. Dafür haben wir ordentlich Essen bekommen. Build a Magic Circle and Research Demon Origins. Da sind wir ja nicht mal letztes Mal hingekommen und wir haben 3 Folgen gespielt. Also in den ersten 3 Folgen haben wir ja nicht mal das hinbekommen. Da sind wir schon vorher gestorben. Wir dürfen jetzt einen Magic Circle bauen. Ich guck nochmal, ist doch richtig, ne? Magic Circle. So sieht's aus. Nein, bauen. Magic Circle. Wo bauen wir den hin? Da müssen wir jetzt nicht tagtäglich hin. Hier. Ich hoffe mal, die bauen mir das, hauen mir das nicht kaputt. Läuft gut. So, wie sieht's mit Steinen aus? Ah, geht. Klee ist ein bisschen wenig. So, können wir gucken nebenbei. Stuff Wheat Farm, genau, hier machen wir weiter. Oh, braucht genau 50. Wheat Farm, den können wir nämlich Brot machen. Das ist nicht unwichtig. Boards ist auch nicht unwichtig, ist alles nicht unwichtig. Außer das, das ist unwichtig, weil hier ist noch Coming Soon. Sheepfarm können wir auch langsam mal, können wir Kleider mal machen. Also beziehungsweise, Kleider ist jetzt das schlechte Wort. Das habt ihr auch noch nie bei mir gehört. Das nervt leider sehr. So ähnlich wie bei dem anderen Forschen. Also es hört sich mal cool an. Für 30 Sekunden. Aber dann muss man es nicht mehr hören. Okay, Wasser läuft. Mach erstmal. Okay, er macht. Ah, alles klar. So. Pflanzen wir nochmal ein paar Bäume? Ja, weil wir können auf jeden Fall welche wegnehmen. Zack. You have spotted. Okay. Mhm.
So, build a magic circle and research Demon Origins. Wie viele Punkte brauchen wir denn dafür? 20. Wie viel Holz? Eins nur, alles klar, dann ist ja das genau das Richtige hier. So, Leben sieht ganz gut aus. Könnte natürlich besser sein, aber das kriegen wir schon hin hier. Genau, die geht gerade hoch. Gut, die sammeln sich quasi hier oben. Das ist ganz gut. Wasser können wir auch erstmal abbrechen. Dann kann Brittany was Besseres machen. Wird auch erstmal reichen, glaube ich. Wir haben auch Essen ohne Ende. So, gucken wir die angreifen hier. Oh, Brittany. Ah, okay. Hat schon was gepasst. Sehr gut. Ja, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angekommen. So schnell geht das manchmal. Lasst einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das Spiel bisher findet und wie ich es mache. Ja, ich stelle mich ja diesmal ein bisschen besser an, klar, niedrige Schwierigkeitsstufe. Ich freue mich über eure Kommentare und bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer LP Gonchi. Tschüss.